Schaffhausen greift man wieder nach den Sternen. Spektakulär ist heute die neue Sternwarte eröffnet worden. Die Verbindung von der Erde zum Kosmos ist gelungen. Und sie lässt keine Wünsche mehr offen. Sogar bewölkter Himmel soll kein Hindernis mehr für die Sternenjagd sein. Darauf sind die Betreiber besonders stolz. Simon Reichenbach. Der Schlüssel für die Eröffnung der neuen Sternwarte kommt zu fliegen. Der spektakuläre Flug kommt bei den Gästen gut an. Nach der langen Bauzeit endlich können die Türen vom Observatorium zu öffnen, ist für den Kurzeiler eine enorme Freude. Wir haben natürlich in diesen 5 Jahren extrem viel Papier auch gewälzt. Wir haben einen Landabtausch gemacht, Baurechtsvertrag, ganz viele Pläne erstellt, wieder abgeändert, optimiert. Wir haben einfach sehr viel mit dem Papier geschafft. Und jetzt wirklich mal etwas Handgreifliches zu haben, etwas können zu zeigen, das ist schon etwas Fantastisches. Neben dem Observatorium mit den vielen Teleskopen hat es in der neuen Sternwarte auch noch ein spektakuläres Planetarium, wo man sogar bei schlechtem Wetter die Sterne in einem 360-Grad-Radius beobachten kann. Auch der Regierungsrat Reto Dubach ist stolz auf das neue Wahrzeichen von Schaffhausen. Selber ist er fasziniert von der Unendlichkeit des Universums. Wenn die Sternwarte und das Schauen in den Himmel nur ein bisschen zeigt, dass es eben noch weitergeht, wie man von bloßem Auge anschauen kann, dann ist das immerhin schon ein kleiner, munziger Schritt zur Beantwortung dieser Frage. Die Stadt Schaffhausen beteiligt sich mit einem jährlichen Beitrag von 15'000 Franken am Unterhalt der Sternwarte. Der Stadtrat Urs Hunziker erhofft sich vor allem, dass viele junge Leute den Blick ins All werden wagen. Wir erhoffen uns natürlich, dass sehr viele Schulklassen auch werden, das Angebot, das wirklich toll ist, was ich vorhin mich auch können davon überzeugen von dem Planetarium, wo absolut einmalig und beeindruckend ist, dass die Schulklassen von dem Angebot rege Gebrauch machen, um ihnen einmal eine neue Welt zu eröffnen, wo sie sonst eigentlich kaum Einblick haben. Als Ehrengast ist am Nachmittag der Schweizer NASA-Astronaut Claude Nicollier vorbeigekommen. Der einzige Schweizer, der je im Weltraum war, hat heute aber vor der Kamera nichts sagen. Die Sternwarte öffnet morgen ihre Türen am Tag vom offenen Dach für Gross und Klein. Zwischen dem 11 und dem 4 gibt es gratis Führungen.